Na, Moin. das sehe ich mal. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Eine neue Folge von Wreckfest. Mit mir dabei ist natürlich wieder der Joker. Hallöchen. Und der Balbo. Und Japsen in Strapsen, den Bundesbeistler. Und wir hätten mal eine ganz interessante Strecke, ja. Kennen wir noch gar nicht. Nachdem es ja in der letzten Folge jetzt nicht mehr so gut lief für mich, wird es mal Zeit, dass wir hier mal diese Gegner eliminieren. Ja, Hamilton. Doch, Michi. Oh, shit. Oh, ich muss Lewis jagen, ich muss Lewis jagen. Spaß, oh Marquez. Boah, was geht denn da ab, ey? Ja, ich brauche ein anderes Auto dafür. Thiago Montero. Spaßemarke, sind alle weggeflogen. Ja, Joker hat recht, die Strecke erinnert an Adelaide. Hat er nämlich gerade vorhin offscreen gesagt, es sieht aus wie eine Adelaide-Strecke. Aber es ist Hamilade. Es ist Lewis-Late-Strecke. Oh Gott, Boah, hinter Alter. da ficken die sich alle in den Arsch. Ich glaube, ich drehe mal den Porti schnell auf rechts. Scheiße! Bist du Rechtsdreher oder was? Einfach nur da steht schon wieder einer und der Konfi hat jetzt die Führung Echte verbannt. Konfi. Ja, da Alex vorne, der Konfi. Lewis bettelt sich noch mit einem. Vielleicht ist da ja noch was möglich für mich. Jetzt haben wir ja mal die letzte zwei Folgen gesehen. Das war jetzt nicht so berauschend, was da alles passiert ist. Lewis Oh, Hamilton ist einfach Chirurgie. mal mein Rambock. Und schon haben wir ihn abgeschossen. Schon ist der Lewis mein Rambock gewesen und Julian Palmer führt. Das ist sehr realistisch. Ich muss jetzt einfach sehen, dass ich hier auf kein Pferd nach vorne komme. Vorne kommen. Oh Gott, der ist einfach viel zu schnell für diese Strecke, der Wagen. Oh, ist ja wie Monaco hier so eng. Oh, Scheiße! Wie krieg ich da auch? Also, ich glaube auch, dass ich das nicht schaffe werde über die 8 Runde hier. Auch ich habe nur noch 31% und die fahre hier schon ein bisschen bekloppt, die KI. Ja, so Spiri Bam. Down. Tja. Durchhalten. Also Valvo schon kaputt. Ich glaube, der nächste, der hier kaputt geht, werde wohl ich sein. Also das Auto habe ich jetzt zwar getuned, aber das ist doch ein bisschen schlecht von der Kurvenlage. Aber da fliegen ja alle weg, da steht der Herbert vor mir, da ist der Frenzen. Da ist der Jochen. Oh, okay, viel hast du aber auch nicht mehr. Nee, durch den Startcrash habe ich alle verloren. 5-6% ja. Noch ich, also ich glaube, das ist eine schnelle Runde hier. Für Boah. Alle Beteiligte. Alter, da fliegen die Sachen. Und gerade cool mit der KI. Dann kann man das sehen. So muss ein Formel 1 Rennen sein. So wollen wir das sehen, sagt der Joker. Max Verstappen könnte ihn doch. Der würde Max Verstappen Weltmeister wahrscheinlich, oder? In solche Rennen. Genau. Da, da vorne ist der Michi. Da ist mir ein Arsch hinten reingefahren. Ich weiß nicht, wer das war. Sind alle raus? Nein, da rennt die Marge ist noch oh. da. Der Vater Joko in den Beisler rein, der abfackelt. Ja, da haben wir noch 2%, also ich glaube, der nächste, der ihn trifft, der erledigt den Joker. Da hinten wäre Sirotkin, wäre so ein Kandidat. Also irgendwie finde ich die Strecke lustig, aber ich glaube, die Karre war scheiße. Aber die Strecke an sich finde ich eigentlich lustig. So muss doch ein Formel 1 Rennen aussehen, sagt der Joker. Bäm, Achtung, Schlüpper Johnny vor dir. Jetzt steht, jetzt stellt ihr mal ein DTM-Rennen auf der Strecke vor, oder? Was macht der Schlüpper Johnny? Ficken. Nein! Der Herbert!
Johnny! So muss ein Formel 1 Rennen. Ich finde auch, Joker hat recht, so muss auch ein DTM-Renner aussehen, oder? Die knüppeln sich doch da alle. Joker, die Strecke müsste man in Race importieren, oder? Dann wäre das doch ein Stadtkurs für die DTM-Meisterschaft, oder? Das ist ja schon fast wie Adelaide. Ich bin zwar Adelaide irgendwann hier fahren, aber... Aber so vom Hörenfacken. Da hinterm Joker, episches Bild. Das sind noch Teile von München. Ja, die pinken Teile, die erkennt man gut. Mit 2%. Joker, hast du gute Kurvelage, oder? Was hast du da eingestellt gehabt? Du kommst da gut rum. Meine Motorhaube sagt einer. Die Motorhaube sagt dann. Überall liegen Teile in der Teile-Arena. Bei Anruf Teile. Wie viel sind noch im Rennen? Teile. Was? Wie viele noch im Rennen? Wo ist die noch so eine? 20. 11. Nicht ganz. 16. 19. Immer noch überraschend viele drin mit 16, aber da sind auch einige Typen, die hier noch nichts bekommen. In die Fresse. Nicht mal Orgasmus. Nicht mal das, genau. Da kommt einfach nicht. Genau so, Joker, genau so. Oh. Immerhin hast du die beste Runde, die kann dir jetzt keiner mehr nehmen. Finde ich aber gut, dass wir in der Folge auch mal jetzt andere Strecke zeigen. Wir haben ja so oft auch Team Deathmatch gemacht, das macht auch immer wieder Spaß. Und die 8. So überholt man. Bis die Folge hier bei mir rauskommt, beginnt glaube ich schon wieder fast neue Bundesliga-Saison. Ich dachte, du fängst gleich wieder einen neuen Kanal an, bis die Folge rauskommt. Und ihr redet dann noch über das Champions League-Finale, obwohl es jetzt ja auch schon wieder kein Mensch mehr interessiert. So, Joker kann noch theoretisch gewinnen, aber wenn ich mir die Schadensanzeige von ihm angucke, ist das auch eine theoretische Chance, eine Außenseiter-Chance noch. Oh, wie denn hier verteilt? Weil Joker darf kein einziges Mal die Wand berühren oder nicht berührt werden, weil da kann so, da hat er schon 1% verloren. Joker darf überhaupt nichts mehr berühren und auch nicht berührt werden. Man sich selbst anfassen. Spiel ihm an der Palme. Ah, es ist so schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war zu spät, das war, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Atmen. Jean-Marc Gruno. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Tschüss. Aber er bleibt doch dran. Wird der Joker hier mit 1% Schaden noch 4 Runden überstehen? Ah, weg da. Kann er sie 4 Runden überstehen? Kann er sie mal eben pissen gehen? Ist er noch 16 am Rennen? Achso, du meinst mich. Ja, wir haben gerade technische Probleme beim ZDF. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich guck das doch gleich mal nach. 6. 10. Das sind schon 14 sein mittlerweile.
14, ja. Aber Joker, 3 Runden noch. Die Fans schreien schon, yeah, 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 Joker, yeah, yeah, yeah. Ich komme aber auch nicht weg von Palma de Mallorca. Palma del Mallorca. Da fliegen die Poller rum. Da fliegen die Poller. Da hört man die Fans schon wieder jubeln. Yeah, yeah, Joker, geile Sau. Man hört da wirklich Fans jubeln. Du musst mal drauf achten, wenn du in bestimmte Kurve einbiegst. Man hört da Jubel. Beste Runde. Oh. Ist das der Wahnsinn? Kann der Joker mal hier ein selten fehlerfreies Rennen fahren? Denn eine Berührung und es endet, wie es enden muss, mit einem Torwartfehler. Aber wir wissen ja, Joker ist nicht Karius, gell, der kann das. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch mal runden, ey. Ach du Scheiße. Schau mal, auf der Werbebande steht Arm drauf, Arm. Arm ab als Arm dran. Thiago Monteiro hat noch genauso wenig wie du. Kann ich ja hoffen, dass er irgendeinen Fehler macht, in die Wand wächst, aber dann dreht er sich wahrscheinlich genau vor dir. Oh Gott, wie sieht's hier dann aus? Oh Gott! Aber die Überrundung hat dadurch geklappt, weil der irgendwo anders hängen geblieben ist. Also den hat Joker überlebt. Drei Kreuze, huhuhu, fertig. Das sind immer noch zwei Runden. Oh. Two laps to go. 5 Kilometer zu fahren. Woher du das schon wieder ausgerechnet hast? Weil ich vorhin gesehen habe, dass die Strecke jetzt 2, noch was lang ist. Oh Gott, da vorne sind schon wieder welche. Ach, Scheiße. Lewis Hamilton. Ja, wieder da. Hallo. Lewis Hamilton. Von erster? Oh, Lewis Hamilton, total im Arsch. Geh weg, Hamilton, ich brauch den. Den hab ich am Anfang noch um die vorderen Plätze duelliert, aber... Alter, was da schon alles rumliegt. wenn der Joker noch ein bisschen mehr Prozent hätte, hätte er einen Getakedown wahrscheinlich. Auf geht's in die letzte Runde. Ein Bravourstück wird uns der Joker zeigen. Der schafft es mit 1%. Seit wann hast du... Und Lewis, Takedown? Nein, das ist er noch nicht. Der kommt zu nah, der kommt mir zu nah. Boah, Hamilton. Jetzt hier, komm, Takedown. Takedown dich doch mal weg. Vorhin, wo ich das 1% verloren habe, von 2 auf 1. Ich glaube, jetzt auch da ab der Hamilton. Nee, fahrt noch. Joker, Palmer? Wie lang fährst du jetzt schon mit deiner 1% rum? 7, 8 Runde, tschüss, das war's. Bam, tschüss, gut. Hamilton. Auf jeden Fall wenigstens 5 Runden, auf jeden Fall. Ich glaube 6 oder 7 schon. 6% hattet ihr eigentlich, oder 5% hattet ihr halt angefangen. Oh Gott, Palmer ist ja hinter mir. Oh, scheiße. Und der nochmal die Kraftreserven hier.
Aber die, ja Gott, die bescheißen doch. Hat Karius seine Finger im Spiel? Was da alles schon rumliegt. Das waren Liverpool-Fans, die vor Wut alles dahingeschmissen. Wenn es dann nächstes Jahr wieder gegen Fulham geht, Ham. Ein Meisterstück, der Joker gewinnt mit nur 1%. Boah, stark, Junge. Und das mit der Schnellstock, das Sache. Ist mal eine Granateleistung, Joker. Das mit nur 1%, kein einziger Fehler. Beste. Unser Clowny. Da gibt er alles. Da muss er alles geben, weil wenn er nicht alles gibt, gibt er ja nicht alles. Oh, der hätte bessere Kurvenlage. Vielleicht geht's mit dem. Ja, gib ihr alles. Ja, in die Fotze. Reinschlunzen, reinschlunzen. Und in den Mund. Ins Gesicht. Matt, Digga. Mit auf die Titten. Ja, komm. Auf den Riesen Titten. Na, das will ich doch auch mal sehen, ob das der richtige Weg ist. Die Titten? Die immer. Tittenfick. Fickentitten. Blond und mit Titten. Fick. Blond und mit Titten. Der Start, glaub. Ist der Gang. Oh. Hui. Oh. Au. Es war Emanuele Pyro. Und tschüss, das war Valvo. Aber war voll reingeknödelt vor mir. So richtig hart rein. Valvo, das ist aber kein Sex, was wir hier machen. Das ist ein Rennen. Ach, ich hab dich vertauscht, das ist nicht die Frau. Bam. Ja, das ist ein Mann. Nicht quergestellt. Valvo, wie viel Prozent hast du noch? Takedown. 91. Ey, Amati, du Opfer. Was? Armani, okay. Das ist geil, dass der mitfährt. Daniel Amati. Von TAF, von Pro 7. Pro 7. 7-7. Hallo, los, 7-7-1. Dancing, la 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 la. Voll komisch, dass man seinen Sound nicht hört. Wo kann man in den Livestreams Musik reinmachen? Bei Twitch, oder darf man das, gell? Bei Bitch. Weil, wo ja, wie ist das? Bei Bitch. Twitch darf man Musik im Hintergrund laufen lassen. Ja, gell? Und Nutten. Alter, Frenzen, du Opfer. I want you see ya. Machst die Song Contest Mucke dann rein? Ja, deswegen frage ich ja, darf man das bei Motorsport Twitch? Motorsportmanager mit Song Contest Mucke. War glaube ich bei Twitch, gell, wo der Caddy das hätte machen können. Mhm. Aber bei YouTube wird es ja gleich gesperrt. Ist ja nur gestrickt. So eine Idee. Das hat nichts mit Motorsportmanager zu tun. Aber da könnte man ja sonst mal so eine generelle Stream machen mit verschiedenen Spielen. Und dann lässt man einfach genau die Song Contest Mucke laufen. Da ist man also 7-7 Alulu, 7-7, 1-2, 7-7 Wandknutsch, 1-2-3. Den Martin Horn Simulator. Ah, kann er sie Freiburg kriegen? Ja, wir können alles regieren. Da ist schon jemand down. Aber ich bin's nicht. Valvo hoffentlich auch nicht. Noch nicht, aber bald. Ah, da Randy Marsch. Der kommt da mit dem Mod, Digga, besser zurecht. Hast du da ein bisschen mehr Kurvenlage gemacht? Kommt das höchste eigentlich rausgeholt, war dir. Dadurch, dass die Karre aber ja ein schön viel Mods ist an Stärke.
Ach, ihr konfiguriert sie auch immer noch die Karre, okay. Ja, aber da wäre ich mit dem ersten, wo ich gewählt hätte, besser dran gewesen. Die ist zwar sau stark, aber rutscht mehr rum und ist sehr schwach. Ja, wie meine Frau. Und der HSV. Hier ist auch jemand down. Die Rester, ja, den habe ich gerade mal ins Abseits befördert. Was kann ich das hier Fußball spielen? Boah, Alter. Was kann ich das hier Dampflok spielen? Abpfiff. Oh Gott. Jockel die Mutter, Lokomotive. Möpse. Titten, ich seh Titten. Michi, mach nochmal das Leiberl hoch, dann seh ich auch Titten. Weich, eng und warm. Genau. In der Reihenfolge. Wir hören sie zuerst. Mann, das ne Wolf? Nee, das war Probleme mit dem Auto. Ich komme da überhaupt nicht um den Kurs. Also. Ich glaube, ich kürze jetzt mal perfide über die Reifenstapel ab, um aber mal wieder Speed hier entgegenzunehmen. Bremsausfall, naja, das ist natürlich schlecht. Aber wer braucht denn schon Bremsen? Ja, eben schon, Erik Werden braucht keine mehr. Klingt wie so eine Statistik, Jocke. Alle drei Jahre verliebt sich ein Single. auf Parship. Fremdgehen 69. Und wenn es nicht klappt, einfach mal fremdgehen. Alle drei Sekunden bumst jemand auf Fremdgehen 69. Parship. Sie können das auch. Fremdgehen 69. Oder wie ist das mit den Singles mit Niveau? Elite-Partner. Ich bin was das Ton doch. Ich hab 500 Jahre studiert. Ich wollte es gerade sagen. Ich fall zurück, oh nein. Wo seid ihr denn? Fall zurück, oh nein. Ich fall zurück, oh nein. Ich knall das Stück, oh nein. Wer fährt hier hinten? Oh, jetzt gibt gleich ein Takedown für Thiago Monteiro. Ich fall zurück auf der Strecke. Monteiro, ich fall Alter. Zurück auf der Strecke. Ich fall zurück auf der Strecke. Ich fall knall das Stück. Takedown Jean-Eric Werden auf Wiedersehen mit dem Chef. Ich knall das Stück, die Schnecke. Schnecke, die Becke. Bäm, bäm, über die Reifenstapel. Über die Reifenstapel. Über das Meer. Muss die Freiburg grenzenlos sein. An der Kurve vorbei. Über die Kuppe. Hoch 2. Oder auch 2. Oder 3 oder 4? Oder wie alle? Über der Mauer. Muss die Freiheit grenzenlos sein. Über der Mauer komm ich nicht mehr weg vom Fleck. Da klatschen die Leute immer noch für mich. Wo ich auf Platz 11 bin, aber. Ja, der Mauerklatsch. Wo ist der Mauer? Wo ist der Malmo eigentlich? Ja, hier ist er. Was? Na, ich kann jetzt wohl nie Marsch, siehst du noch. Oh, das ist Speed auf der Bremse! Boing! Ne, jetzt ernsthaft mal, wo welcher Platz? Ja, hier ist er. Oh, Scheiße! Ich glaube jetzt nicht mehr. Ja, okay, zweiter. Ja, kannst du mal sagen, dass vor mir hier auf was fährt, was ziemlich ähnlich jemand aussieht. Ich sag mal ha 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 ja Emotion. Lässt mich vorbei? Ja. Ha 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 ja die Wand.
Lässt mich vorbei. Oder soll ich es mir holen? Ja, zweiter Platz, ich wüsste es doch. Blechschade, Blechschade. Wo ist der Michi? Wo ist der Michi? Blechschade. Da ist er ja! Wo ist das Baby? Da ist es ja! Blechschade, Blechschade. Das hat den Blechschaden. Der fliegt mir doch das Blech weg. Bei Anruf Blechschaden. Halma holt auf. Aber soll er ruhig kommen? Dann fick ich in den Arsch. Mein 93 HP, die ich noch habe. Alter, Dickwick. Eine Wand. Ein Crash und ein Blechschaden. Eine Kurve. Eine Wand. Eine ein Crash und ein Blechschaden. Deine Scheiße im Sand. Die ich gestern noch fand. Bin ich drin. Lieder neu vertont. Die neue Special CD. Lieder neu vertont. Wie zum Beispiel dieser tolle Klassiker. Geh doch. Ich sage dir, crash doch. Ist das der Valvo, wo da stand? Ja. Wo ich da reingedöbelt bin? Ja. Also bist du aber gerade eben erst kaputt gegangen, oder? Mhm. Ja. Da ist der Michi und der Jockel. Auch wenn ich fahre auf dem Asphalt, bin ich jenseits vom Rennen. Oh, deine Karre sieht auch gut aus, Michi. Ja, die schrammt überall mal an der Wand. Denn wenn ich schramme an der Wand, verliere ich wieder Prozent. Gute Fahrt. Ich war vorher noch besser in der Mitte. Oh, Burti ist der nächste, das nächste Opfer. Boah, bam, Erik Bernard. Ja, wenn ich doch nur der Frenzen zerlege wird, dann hätte ich noch eine Chance, 10. zu werden. Kämpfe, Michi, kämpfe. Der fällt ja gleich durch, Bernard. Kurz anhauchen. Hatschi. Hier am E-Max Getränkestand vorbei. Tschüss. Schön. Bernard, wie sieht das merken? Ja, die Karre vom Wald. Die fackelt. Also da haben die Aufräumarbeiter sehr viel zu tun immer bei dem Rennen hier. Ach, ist einfach ja liegen lassen. Nächsten Tag die Autofahrer selbst schon. Dann Schieber fickt's gleich hinter dir weg. Alter, und da habe ich jetzt schon wieder 5% Schaden. Schief ihn raus. Ja, und ich stehe wäre wirklich gut. Dein Rad ist schief, kann gar nicht sein. Das ist noch total gerade. Meins ist schiefer. Burti lebt auch nicht mehr lang vor dir, Jockel. Ja! Burti! Komm lecker bei dir, Joker! Komm lecker zum Clowny! Ich hab da was für dich. Ich hab die da so gehen. Ich und dann von Rocky mich. Ob's mit dir ficken wüsst. Purti! Ich sag nur Lu, Lampalu, die Strecke und du. Geht in die letzte Runde. Ja, Frenzen hat aber. Der Frenzen hat noch einiges, Michi. Naja, ich hab da auch keine Chance, weil ich selber noch überall hänge bleib.
Chavez ist auch fast down. Da rauche ich ab vor Michi. Hallo, Albo. Na ja, okay. Ich rauche hier mal ein bisschen. Muss doch nicht rauchen. Bitte benutzen Sie die zugewiesenen Raucherabteile. Würfeln Sie Ihre zu. Nur in den ausgewiesenen Raucherzonen, bitte. Was macht denn der? Trunk? Kaffee? Der hat zu viel Kaffee gesoffen. Gott, da steht auch schon so ein Idiot da vorne dran. Alex, Kaffee. Achtung, Kaffee kommt vorbei. Fein, wenn der Kaffee zweimal kommt. Bam! Wie die Reifenstapel noch verteile, um die Gegner ausrutschen zu lassen. Ja, ist ja auch geil. Geiler Boy. Andy Marsch. Den ficken alle in Arsch. Aber der Michi kommt durch hier. Da blinkt zwar alles rot, aber er schafft's. Ja. Ja, ja. Sieht geil aus, die Karre. Michi. Und da kommt oh, Michi! Nein, oh, nein, Michi! Oh. Ah, da hab ich weggeschoben. Oh, Michi! Michi! Ich kann nicht lieben. Oh Gott, Michi! Oh, scheiße! Alle nieder. Oh, oh scheiße! Da hält alle er hier, wieder rumstehen. Da hält er hier so lange durch und dann das! Michi, Michi, Michi! Ja, ich muss jetzt hier wirklich drüber kriechen. Dass wir wirklich noch ins Ziel kommen. 1%. Ja, da habe ich jetzt gerade modsmäßig verloren aufs Mal. Sorry, Michi. Herausforderung fehlgeschlagen. Nochmal oder andere? One lap ja, andere. Down. Andere. Aber es gibt mal wieder ein bisschen mehr Credits wie sonst. Das ist eine Kackstrecke. Ich find sie geil. Oh, bei 32 Minuten kann man mal eine kleine Cut machen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.